So, eins ist richtig, denk mal das. Das ändern wir. Und das bleibt gleich. Okay, das sieht so aus, als ob das hier richtig ist. Okay. Das ist, glaube ich, aber eh schon zu spät. So, okay, jetzt sind schon zwei richtig. Jetzt muss ich gucken. Zwei richtig. Mann. So, und sind wieder zwei richtig. Das heißt, ich würde sagen, dass der blaue Topf und das Rot ist. Ein Kackhaufen-Ding. So. Dann das und das? Nein. So. Nee. Ich verstehe es nicht. Ach so, och. Ja. Ach so, ja, stimmt. Okay, dann mache ich das also nochmal. Also bis gleich. So, der. Ich glaube, es war der Läufer, hat mir Zauberstabhandschuhe gedroppt. Das heißt, ich werde hier nochmal ein Safe-Set machen. Ich bin jetzt auf Level 63 und ich glaube, für mich ist das völlig in Ordnung. Und dann sage ich jetzt mal bla bla bla. Ja. So. Man weiß halt nicht, was richtig ist. So, nehmen wir. Okay. Dann können wir also sagen, dass das hier auf jeden Fall ist. Und dann würde ich. Wartet. Mal gucken. Okay, also der schwarze und das hier ist auf jeden Fall richtig. Und dann halt nochmal die aussuchen. Jetzt ist nur noch eins richtig. Ich verstehe das nicht. Ändert sich das? Ändert sich die Dings immer mal wieder oder was? Nee. Ich versteh's nicht. Jetzt sind drei richtig. Jetzt sind zwei richtig. Das heißt also. Dass das auf jeden Fall das Gelbe sein muss. Oh, danke. Dankeschön. Danke. Echt vielen Dank. Der Zaubertank reicht noch für dich. Geh du weiter, dann kümmere ich mich um Ron und tolle Hilfe. Tücke geil. Ist ein guter Zauberer, was auch immer. Oh, oh, nichts. Ich hatte auf dich gehofft, dich zu treffen, Potter. Ich mache noch mal ein Safe Set. Tut mir leid, aber das muss sein. Ich dachte, ich würde hier auf Snape stoßen. Es kam mir immer so vor, als würde er mich hassen. Das tut er auch. Er hat auch deinen Vater gehasst. Die beiden waren zusammen in Hogwarts. Ich habe sie aber zusammen mit Snape gesehen. Wenn er also nicht hinter ihm her war, dann muss er hinter ihm her gewesen, was auch immer, keine Ahnung. Ja, das war er auch. Schade, dass Fluffy ihm nicht ein Bein abgebissen hat, als er mich das erste Mal erwischt hat. Aber wenn er es nicht war, der sie bedroht hat, wer dann? Mein Meister. Er muss mir manchmal drohen. Er ist so stark und ich bin so schwach. Er war hier in Hogwarts mit ihm. Er ist immer bei mir. Hier, Potter, für dich. Oh, oh. Du bist viel zu laut, Potter. Ich werde mich um dich kümmern, nachdem ich diesen interessanten Spiegel angesehen habe. Ich glaube, er wird mich für immer zum Stein führen. Ich sehe den Stein, aber ich verstehe nicht ganz. Befindet er sich im Spiegel? Was tut dieser Spiegel? Hilf mir, Meister. Nutze den Jungen. Ja, Potter.
Komm her, sag mir, was du siehst. Ich habe ihn gewonnen. Ich habe es geschafft. Was? Ich sehe mich selbst mit dem Quidditch-Pokal. Er lügt. Der Stein ist in seiner Tasche. Professor Quirrell. Der letzte Gegner hier im Spiel. Der allerletzte Gegner. Und er ist übrigens schwach. Keine Ahnung warum. Er zieht mir nur eins ab. Wahrscheinlich weil er so schwach ist. Siehst du, was du aus mir geworden ist? Ich habe nur Gestalt, weil jemand Körperteile, was auch immer. Ich bin nur noch Schatten und Dunst. Deshalb bin ich das Elixier des Lebens besitze. Werde ich mir meinen eigenen Körper erschaffen. Also gib mir den Stein und du wirst dasselbe Schicksal wie deine Eltern erleiden. Lügner! Und jetzt kämpfen wir gegen Voldemort und der ist schon heftiger. Ich weiß nicht, mit welcher Attacke wir ihn richtig schaden können. Okay, mit der. Mal, wie viel habe ich jetzt noch? Okay, das reicht. Schutz. Karten haben bewirkt, dass du nun viel schwerer anzugreifen bist. Okay. Gegenstand. Super Mega Power Trank. Gegenstand. Super Aufpeppel Trank. Achso, oh, scheiße. Super Mega Power Trank. Super Mega Power Trank. Und Super Mega Power Trank. Als nächstes nehmen wir Schadensbegrenzung. Genau. Und ich nehme jetzt einfach alles. Furcht der Regen der Stärke. Haben bewirkt, dein Gegner sieht hier. Es haben nichts bewirkt. Okay. Und Bams. Und stirb. Stirb. Danke. Okay. Grüner Bildschirm. Guten Abend, Harry. Der Stein. Quirrell hat ihn. Nein, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen, um dies zu verhindern, obwohl du dich auch allein sehr gut geschlagen hast. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Ist Voldemort tot? Nein, er lebt gar nicht richtig. Deshalb ist er auch nicht kann er auch nicht sterben. Er ist immer noch irgendwo dort draußen. In der Tarnumhang. Wissen Sie, wer mir den geschickt hat? Dein Vater hat ihn mir anvertraut. Ich dachte, dir gefiele er vielleicht. Und da ist noch etwas anderes. Dann schieß los. Warum hasst Professor Snape mich? Dein Vater hat ihm das Leben gerettet. Professor Snape konnte es nicht ertragen, in der Schuld deines Vaters zu stehen. Ich bin mir sicher, dass er sich dieses Jahr deshalb so bemüht hat, dich zu schützen. So hatte er das Gefühl, dass dein Vater quitt wäre. Was auch immer, dass er mit deinem Vater quitt wäre. So. Wie habe ich den Stein aus dem Spiegel bekommen? Ich habe den Spiegel verzaubert, sodass nur derjenige, der den Stein finden wollte, nicht benutzen, ihn auch bekommen, was auch immer. Nun ist aber Schluss mit der Fragerei. Des Jahresabschlusses erst beginnt bald. Ja. Bevor das Bankett beginnt, wird noch der Hauspokal überreicht. Zurzeit liegt Hufflepuff in Führung. Wir müssen jedoch noch die jüngsten Ereignisse berücksichtigen. Ich verleihe Gryffindor 50 Punkte für One Resets hervorragende Schachpartie. 50 Punkte für Gryffindor aufgrund von Hermine Grangers Einsatz kühler Logik in Angesicht des Feuers. 60 Punkte für Gryffindor aufgrund von Harry Potters Unerschrockenheit und seinem überragenden Mut. Und da einiges am Mut verlangt, sich seinen Feinden entgegenzustellen, doch genauso viel den eigenen Freunden in den Weg zu stellen, vergebe ich 10 Punkte an Neville Longbottom. Und da haben wir gerade noch mal genug. Gryffindor hat gewonnen.
Gryffindor, den Hauspokal. Slytherins Siegesserie wurde unterbrochen. Dumbledore gibt dir die beste Bildkappe berühmter Zauberkarte, die Harry Potter Karte. Was? Nimm das hier, Malfoy. Hoffentlich hast du mehr Glück, wenn du das nächste Mal welches brauchst, Malfoy. Glückwunsch, Gryffindor. Zum Glück hat Slytherin nicht gewonnen. Harry, du hast es geschafft. Ohne dich hätten wir nicht gewonnen, Neville. Das Bankett kann beginnen. Yay, Party! Ach, dumme Fehlermeldung, echt. Yay, und dieses Ende habe ich noch nie gesehen. Wirklich. Okay. Und ist das das Ende? Okay. Das ist das Ende. Oh. Irgendwie schade, dass das Spiel jetzt schon vorbei ist, aber irgendwie erfreut es mich auch, denn es war sehr komisch und so. Ja, ein sehr cooles Spiel, ein sehr lustiges Spiel, aber auch ein schweres Spiel. Man hat es zwar zum Schluss nicht bemerkt, weil ich so overpowered war, wirklich. Und ja, das war wahrscheinlich das, was mich jetzt doch noch zum Sieg gebracht hat. Ansonsten wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen länger gegangen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein schönes Spiel. Zwar ein bisschen kurzweilig, aber es ist lustig. Und was ich zu bemängeln habe, es ist sehr nicht aufschlussreich, weil man kriegt irgendetwas gesagt und man muss es dann halt umsetzen. Und das war schon das Ende. Es stand nicht mal Ende oder so da. Auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Man weiß nicht, wo man hin muss. Also man kriegt die Aufgabe gesagt, findet sie im nächsten Unterricht und dann, ja, mach mal. Aber wo das nun ist, weiß ich nicht. Ich hab das Spiel zum Schluss wirklich auch nur noch mit Komplettlösung gespielt, weil ich einfach das Spiel nur beenden wollte. Was gibt's als nächstes? Erstmal Brawl zu Ende, Dory Fantasy vielleicht auch, weil ich weiß nicht, wann das hier hochgeladen wird. Und dann noch vielleicht noch Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wenn ich dazu die Zeit und die Muße finde. Auf jeden Fall, das war's erstmal von Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao, ciao, bye bye, Heracross Ace, Ende.